In diesem Video geht es um den krassen Beschleuniger, der dir hilft, Geld zu manifestieren, dein Business nach vorne zu bringen. Und das ist dein Warum. Ich möchte dir gleich auch etwas über mein Warum erzählen. Warum mache ich das hier alles? Warum mache ich so einen YouTube-Kanal? Warum mache ich mir diese Mühe? Warum? Und es ist so wichtig, das Warum zu kennen, denn das Warum beschleunigt nicht nur die finanzielle Fülle, sondern natürlich auch alles andere an Glück in deinem Leben. Es gibt selten, sehr selten, aber hin und wieder kommen tatsächlich Leute zu uns und wollen in eins unserer Programme rein, zum Beispiel in Superstar Soul Business, und sagen, ich möchte einfach endlich mehr Geld verdienen. Ja, das ist legitim. Das ist okay. Und ein Business ist ein Business und keine karitative Veranstaltung. Da werde ich auch noch mal ein Video dazu machen. Das heißt, es ist legitim, dass du Geld verdienst. Es ist legitim, dass du viel Geld verdienen willst. Es ist legitim, dass dein Business wachsen soll. Denn sonst wäre es kein Business, sondern ein Hobby. Und von daher ist dieser Wunsch absolut legitim und sicherlich auch irgendwie ausreichend, ja, um das Business wachsen zu lassen. Aber selbst dann, wenn du dein Business einfach so wachsen lassen möchtest, weil es halt ein Business ist, ist es trotzdem wichtig, dass du ein Warum verfolgst. Das heißt, ein übergeordnetes Ziel, eine übergeordnete Vision. Und zwar deshalb, weil erstens sollte dein Business überhaupt eine Vision haben, ein großes Ziel verfolgen. Aber zusätzlich macht es natürlich auch für dich Sinn, weil du wirst alle diese Ziele schneller erreichen. Unter anderem eben das Geld verdienen. Ja, so. Geld ist für die meisten Menschen nicht nur ein höchst tabuisiertes Thema, deshalb haben sie oft auch zu wenig davon. Es ist darüber hinaus auch ein Thema, was ein bisschen unkonkret ist, weil kannst du dir gut 1 Million vorstellen, also genau das Gefühl haben, 1 Million zu haben. Die meisten Menschen können sich das nicht so gut vorstellen. Den meisten Menschen fällt es aber viel leichter, sich vorzustellen, zum Beispiel, sie hätten ein Traumhaus. Da können sie sich im Geiste quasi die Zimmer einrichten, können sich vorstellen, wo soll das Haus stehen, ja, wie soll der Fußboden beschaffen sein, welche Polstermöbel und so weiter. Da wird's konkret. Und du brauchst das Konkrete, die konkrete Idee, das konkrete Vorstellen brauchst du, um ein Ziel schneller zu erreichen. Und sei es noch so groß, also stell dir vor, du hast den Wunsch nach einer Villa im, meinetwegen sogar im 8-stelligen Bereich oder so. Ja, also nicht nur 1 Millionen Villa, sondern eine, die mehrfach 1 Million kostet, irgend so ein Hollywood-Traum oder so. Und es wird dir viel leichter fallen, Träume in dieser Richtung zu erreichen, als wenn du jetzt einfach sagst, ich will 10 Millionen auf meinem Konto haben. Weil sich diese 10 Millionen so unfassbar sind für die meisten von uns. Also die meisten von uns können sich wirklich reell nicht mal 1 Million gut vorstellen. Es sei denn, du hast beruflich viel mit Geld zu tun, dann mag das für dich leichter sein, dir das vorzustellen, weil du mehr Bezug zu diesen Zahlen hast. Aber für jemanden, der ein normales Einkommen hat oder ein gutes Einkommen oder so, ist es gar nicht so einfach, sich das vorzustellen. Und von daher macht es Sinn, eine übergeordnete Vision zu haben. Stell dir vor, du hast die Vision, dass dein Business was ganz Besonderes in der Welt bewirken soll. Und das Geldverdienen ist quasi nur eine schöne Nebensache. Dann wirst du nicht die ganze Zeit nur gucken, wie kann ich mehr Geld verdienen, wie kann ich mehr Geld verdienen, was schlussendlich einen Mangel signalisiert ans Universum, sondern du wirst einfach stärker deinen Traum, dass das etwas bewirken soll, verfolgen. Und dabei, während du das tust, verdienst du nebenbei sehr viel Geld. Ja, so funktioniert das. Und wenn du den Kanal magst, abonniere ihn übrigens hier und drück gerne ein Like für mehr. Dann bekommst du auch generell beim Abonnieren eben immer angezeigt, wenn es was Neues gibt. So, das heißt also, es wird dir viel leichter fallen, dieses große Ziel zu erreichen, als jetzt einfach nur eine Geldsumme manifestieren zu wollen. Von daher macht es alleine schon Sinn, diese große Vision
sich zu überlegen und diesen großen Traum zu träumen. Und stell dir vor, wie schön es wäre, wenn außerdem, dass du viel verdienst und dass dein Business wächst, du außerdem vielleicht noch was ganz Tolles in der Welt erschaffen würdest. Ja? So ein Elon Musk zum Beispiel, ja, der erfindet immer wieder neue Dinge oder so. Ja? Der will die Menschheit nach vorne bringen. Das ist die übergeordnete Vision dahinter. Was ist deine übergeordnete Vision? Ich kann dir sagen, was meine ist. Möchte ich ganz kurz auch drüber sprechen. Also ich habe die Vision, dass ich Menschen, Unternehmer unterstütze darin, in der Welt eine Veränderung hervorzurufen. Meine große Idee ist nämlich, dass wenn alle Menschen wüssten, alle, jeder, also in der Schule uns das schon beigebracht würde, dass wir so mächtig und so frei sind, weil wenn wir mit unserer Seele kommunizieren und wenn wir diesem Plan der Seele folgen, dass wir so viele Möglichkeiten haben in dieser Welt und gar nicht mehr in diesen eingeschränkten Mustern denken müssen. Wenn wir alle quasi frei sein könnten, weil wir wissen, dass wir als Menschen in der Lage dazu sind. Wenn das jeder wüsste, würde sich die Welt so krass verändern. Unternehmen würden sich krass verändern. Die Führung von einzelnen Abteilungen von Unternehmen, von Teams, es würde sich krass verändern. Krass, ja? Ich will nicht sagen, dass bestimmte Jobs nicht mehr gemacht würden oder so, weil es wird immer auch Menschen geben, die etwas einfacher sind oder die auch einfach bestimmte Jobs gerne machen. Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, zum Beispiel gerne Gärtner zu sein oder gerne Reinigungskraft zu sein und Dinge schön sauber zu machen und wieder in einen schönen Zustand zu versetzen. Ja? Und es gibt Menschen, die machen das gerne. Vielleicht bist du es nicht, es mag ja sein, aber wenn jeder seine Freiheit leben würde, wenn jeder das wüsste, die Welt würde sich so krass verändern. Und schlussendlich, in letzter Konsequenz, bräuchten wir nicht mal mehr Kriege oder so etwas. Ich weiß, dass das eine Riesenvision ist. Ich weiß, dass ich das vielleicht nicht mehr erleben werde. Das kann gut sein. Aber das ist die Vision, die hinter meinem Tun steht. Das ist eine Vision, die mich antreibt, zum Beispiel so einen YouTube-Kanal zu machen. Und das hat echt auch gerade am Anfang super viel Arbeit gemacht in der Zeit, wo ich jeden Tag ein Video veröffentlicht habe. Ja? Und das steht dahinter, Menschen befähigen zu wollen. Das steht dahinter, Menschen zeigen zu wollen, du kannst es eigentlich alles schon, du hast es eigentlich alles schon. Deine Kraft der Manifestation, die hat man dir irgendwann abtrainiert. Das steht dahinter, wenn ich über diese Themen spreche, weil ich weiß schon, dass man in dieser Welt Geld braucht, ja. Und das ist mir schon sehr bewusst. Und egal, welches Projekt du machen willst, ich mache ja sehr viel im Tierschutz noch, auch aktiv, ja, also nicht nur mit Geld, sondern wirklich aktiv, jeden Tag, jeden einzelnen Tag. Und wenn ich mal nicht kann, sorge ich dafür, dass mich jemand ersetzt. Was ist deine Vision dahinter, die Welt besser zu machen? Oder etwas Großartiges für Menschen zu schaffen. Und wenn es nur die Mitarbeiter in deiner Firma sind. Ja? Also, das ist so wichtig. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du das verstehst. Und wenn du das suchst, komm beispielsweise in Superstar Soul Explosion. Weil wir sind mit den Übungen, die wir dort machen, in der Lage, dass du das abrufst. Das ist wie, als würdest du etwas downloaden aus dem Internet. Nur du downloadest es aus deiner Seele. Das kannst du lernen. Ja, da machen wir entsprechende Übungen dazu und du wirst es in 4 Wochen wirst du es lernen, dass du es so kannst, dass du zum Beispiel große Visionen downloaden kannst, dass du das lesen kannst, was in deiner Seele ist, dass du diese Informationen leicht bekommst. Das machen wir in Superstar Soul Explosion. Wenn dich das interessiert, dann komm doch einfach mit dazu. Und ich möchte dir einfach von Herzen die Anregung geben, dass du über diese Dinge wirklich nachdenkst und dich da frei machst davon, einfach nur Geld haben zu wollen. Weil das Geld ist die schönste Nebensache der Welt, außer der anderen. Und das kommt von selbst.